Okay, Mikro steckt, ich sollte zu hören sein. Was sagt mein Stream? Passt, ich bin zu hören. So, gib mir noch eine Sekunde. Steck noch das USB-Verlängerungskabel an, weil der Controller schon langsam leer wird. So. Noch ein Kabel anstecken. Okay, alles steckt. So, höre ich mich? Ja, ein bisschen lauter geht noch. So. Ja, die Frage ist, was ich jetzt machen, weil ich alle Bosse, die ich kenne, besiegt habe. Und ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, in welche Richtung ich gehen muss, um weiterzukommen. Aber ich schaue mich einfach mal ein bisschen um. Werde ein paar Blood Echoes farmen. Items farmen und hoffen, dass ich irgendwas finde. Irgendwas, wie es weitergeht. Ein neuer Weg. Eine neue Tür. Ach, ich weiß, wo ich nachher schauen könnte. Und bitte. Ah, die habe ich schon. Ich war gestern in dem Gebiet nach Old Yharnam. Ah, da kam so ein Boss. Wie hieß der nochmal? Bloodstarved Beast. War so ein Boss, der immer wieder vergiftet hat. Und ich glaube, dass ich dort in den Anfängen des Levels, beziehungsweise im Mittelteil, noch nicht alles gefunden habe, was zu finden ist. In dem Gebiet. Die hat diese Wesen beschworen. Aber das war nicht hier, sondern in so einem extra Bossraum.
Hallo, guten Abend. So, da oben haben wir wieder den alten Typen mit seiner Schrotflinte. Ja, und wieder ein Schattenwesen. Echt spannend, dass die hier jetzt auftauchen. Ich hoffe, dass die Hexe nicht nochmal auftaucht. Das war jetzt nicht so wichtig. So. Da drüben ist noch der Alte. Der gibt, glaube ich, 4 Bullets immer. Ja, genau. Sehr schön. So, ich gehe wieder zurück. Ich werde nämlich jetzt gleich hier links den Aufzug nehmen, um da wieder ins Dorf zurückzukommen. Ah, den muss ich erst holen. Okay, wir sind wieder unten. Ah ja, genau. Ich schau mal kurz, ob es hier was Neues gibt. Nein, sie ist immer noch einfach nur gruselig. Rings of Dollars, ja genau. So. Wir gehen da hinauf und kommen zu einer Laterne, mit der wir uns direkt zurück teleportieren. Hallo, zweite Person im Chat, die keinen Usernamen hat. Welcome, what is it? Very well, let me stand close. Now shut your eyes. So, wir tauschen unsere Blood Echoes gegen ein bisschen Endurance ein. Ja. Very well, good. Okay, es geht ab nach hier, Church of the. Was war das letzte? Good Chalice? Ich glaube. Ja, da war der letzte Boss. Und ich glaube, dass ich dort noch irgendwas übersehen habe. Zumindest ist es der einzige Weg oder Ort, den ich noch nicht oft gegangen bin. So, hier erstmal aus der Kirche raus. Ja. Ich werde mal hier rauf gehen. Ich glaube, hier gibt es keine anderen Wege. Da komme ich dann nämlich in so eine Stadt, wo mich ein paar Werwölfe nerven. Ah, dieses Ding. Die tauchen immer auf, ganz kurz mal, verschwinden dann wieder. Wenn man sie schnell genug tötet, gibt es guten Loot. So. Der erste Werwolf. Ja,
Okay. Aus irgendeiner von diesen Türen wird jetzt gleich ein Werwolf ausbrechen. Ich weiß noch nicht mehr genau, welche Tür das war. Ich glaube, da ist die. Nein. Hier die. Ah, okay, die ist schon zerbrochen. Da ist er. Ich kann mich auch erinnern, dass hier noch eine Tür war, die ich noch nicht öffnen konnte. Aber ich weiß gerade nicht, wo die ist. Da war die Tür. Genau. Does not open from this side. Mhm. Dann nicht. Dann muss ich irgendwie einen Weg rundherum finden. Naja, das hier ist die Abkürzung, die mich zurückführt nach Old Yharnam. Das ist eine Laterne vor der, wo ich vorher war. Ist kein sehr großes Stück, aber man muss den Weg erstmal finden bis hierher. Das ist leider nicht alles so offensichtlich. Die haben ziemlich Angst vor Feuer. Also die flüchten schon vor meiner Fackel auch. Die greifen gar nicht so oft an, wie wenn ich keine Fackel hätte. Aber treffen sollte ich sie halt. Ich bin vergiftet. Ich brauche wieder Gegengift. Ah, schau. Den Weg kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Ja, hier war ich wirklich noch nicht. Sonst hätte ich das Item schon.
So. Okay. Ausgerüstet? Nein. Gegengift da. Perfekt. So, weiter geht's. Da haben wir noch einen. Attack from behind. Okay. Kommt vielleicht noch, ich muss vorsichtig sein. So, wir haben da eine Leiter auf. Die führt uns. Ah, die führt uns wieder hierher. Gut. Ich habe im letzten Mal hier ein Item verpasst. Weil ich daneben gesprungen bin. War das hier dann? Naja. Und hierher. Okay. Eine Leiter, gut. Eine Treppe. Die führt. Ah. Hier kenne ich mich aus. Da ist. Oh Gott. Ich habe das ja voll übersehen. Hier war ich nämlich schon mal. Bei dieser Leiter. Und den Weg hier habe ich komplett übersehen, merke ich. Da wäre ich da direkt hergekommen. Oh Gott. Ja. Dieses verschachtelte Level-System. Das ist so genial. Ein Item. Und da drüben auch. Wenn ich da vorsichtig runterfalle, müsste ich. Yes. Okay. Nein, das ist höher. Da muss ich nochmal rüber gehen. Geht sich nicht ganz aus. Hier muss der Accept Common Sense. Ja, weil es hier keine Leiter gibt oder was, sondern hier kannst du nur runterspringen. Schaut zwar gefährlich hoch aus, aber in dem Spiel gibt es zum Glück. Ja, doch, es gibt Fallschaden, natürlich, aber. Der ist nicht so extrem, wie man das vielleicht glaubt. Ah. Eine Sackgasse.
Ja, aber so einen neuen Weg habe ich jetzt auch nicht gefunden. Also irgendwie.